Dieses Video kommt leider einige Jahre zu spät. Zu Beginn der Covid-Pandemie brauchten alle plötzlich eine Ausstattung fürs Homeoffice oder das Homeschooling. Dabei hat man immer wieder feststellen können, dass einige es nicht geschafft haben, sich da zu organisieren und ein vernünftiges Gerät zum Arbeiten und Lernen zu beschaffen. Dabei muss man gar nicht viel Geld ausgeben. Einen brauchbaren PC zu kaufen, kostet so viel wie ein Kinobesuch mit der Freundin oder dem Freund. In meinem letzten Projekt habe ich es mir zur Challenge gemacht, einen vollständigen PC für 20 Euro zu finden. Ob das geklappt hat und welche Wege ich dabei gegangen bin, siehst du in diesem Video. Das erste und wichtigste ist der PC selbst. Ihn zu besorgen und dabei einen guten Deal zu machen, ist am schwierigsten. Doch mit etwas Geduld wird man immer wieder mal fündig, egal ob auf dem lokalen Trödelmarkt oder online. Ich habe beispielsweise diesen Pentium-Rechner in einem schlanken Format bei eBay ersteigert und dabei inklusive Versand genau 20 Euro bezahlt. Solche alten PCs sind auch heute noch oft gut brauchbar, sofern sie funktionieren. Ein Pentium von 2012 zum Beispiel reicht für alle normalen Arbeiten, E-Mails, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Streaming und Videokonferenzen. Wenn man für wenig Geld an einen PC mit i3, i5 oder höher rankommt oder einem Ryzen 3 oder höher, kann man praktisch bedenkenlos zugreifen. Bei kleineren und schwächeren Prozessoren sollte man schon etwas genauer hinsehen. Mein Rechner war in einem guten Zustand. Ich habe ihn trotzdem gründlich gereinigt. Dazu benutze ich meistens einen Pinsel. Das reicht, um den gröbsten Staub und Schmutz zu beseitigen. Es lohnt sich, das nach der Anschaffung einmal zu machen, weil solche Verschmutzungen zu mehr Wärme im Gehäuse führen und sogar die Leistung beeinträchtigen können. Das sieht man gut in dem Video, das ich oben verlinkt habe. Weil ich noch eine SSD mit 128 GB und zusätzlichen RAM hatte, habe ich den Rechner aufgerüstet. Neuere PCs sind heutzutage standardmäßig damit ausgestattet, sodass sie für gewöhnlich deutlich schneller sind als ältere Computer. 4 GB RAM sind heutzutage das Minimum, wenn man mit Windows arbeiten will. Empfohlen sind aber 8 GB, damit der Rechner auch zukünftig noch gut zum Arbeiten genutzt werden kann. Das ist wirklich hilfreich für eine gute Performance, aber nicht notwendig, um damit grundlegende Arbeiten zu erledigen. Es lohnt sich, den PC gut zu pflegen, weil man dann länger etwas davon hat und ihn zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht sogar sinnvoll verkaufen oder verschenken kann. Nun ist der Rechner alleine ja noch nicht genug. Es braucht auch mindestens noch einen Monitor sowie eine Tastatur und Maus. Wenn das Budget mit 20 Euro ausgeschöpft ist, gibt es einen einfachen Trick. Bei eBay Kleinanzeigen und vergleichbaren Portalen kann man nach Elektronik suchen, die in erreichbarer Nähe verschenkt wird. In der Umgebung von Köln und anderen Großstädten ist da alle paar Tage etwas dabei. Ein funktionierender Monitor? Kein Problem. Tastaturen und Mäuse kann man ebenso kriegen. Diese Tastatur hier zum Beispiel habe ich auf der Straße in einer Kiste mit der Aufschrift zum Mitnehmen gefunden. In dünn besiedelten Gebieten muss man wohl etwas mehr Geduld oder Glück haben, aber auch dort wird es gelegentlich solche Angebote geben. Diesen Monitor habe ich von meinem Schwiegervater bekommen, der bei Renteneintritt einige Monitore, die in seiner Firma ausgemustert worden sind, mitnehmen durfte. Wenn man solche Möglichkeiten, kostenlos einen Monitor zu bekommen, nicht hat, kann man immer noch den Fernseher, falls einer vorhanden ist, nutzen. Wenn der PC einen HDMI-Ausgang hat, kann man ihn an die meisten modernen Fernseher anschließen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Betriebssystem. Die wenigsten Menschen wissen, dass man Windows auch kostenlos haben kann, wenn man auf einige Personalisierungsoptionen verzichten kann. Windows lässt sich auch ohne Lizenz nutzen. Wer das Betriebssystem vollumfänglich nutzen möchte, kann sich aber auch für kleines Geld eine Lizenz kaufen. Zum Beispiel, wenn man einen PC kauft mit einem alten Windows 7 Key-Aufkleber. Den kann man nämlich auch dazu nutzen, Windows 10 oder 11 zu aktivieren. Man lädt Windows einfach aus dem Internet herunter, flasht es auf einem USB-Stick und installiert es von diesem aus. Dafür gibt es zahlreiche genaue Anleitungen im Internet. Mein Video dazu findest du hier oben verlinkt. Wer auf Windows verzichten kann, hat es noch einfacher, weil man sich ein schönes Linux aussuchen kann, das zu den eigenen Bedürfnissen passt. Wenn es effektiv und aufgeräumt sein soll, dann nimmt man PopOS.
Wenn es eher wie Windows sein soll, kann man Linux Mint installieren. Es gibt aber auch viele andere gute Optionen, von Asahi Linux bis Zorin OS. Das Schöne daran ist, dass die meisten Linux-Versionen auf alten Computern besser laufen als Windows und dass sie von vornherein kostenlos sind. Um mit dem Betriebssystem auch alle Office-Arbeiten ausführen zu können, braucht man nur noch die richtige Software. Wer sich das relativ teure Office-Paket von Microsoft nicht leisten kann oder will, hat in LibreOffice oder OpenOffice gute kostenlose Alternativen. LibreOffice enthält gute Programme zur Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationsgestaltung und so weiter. Eine klare Empfehlung. Alles andere ist schon im Betriebssystem integriert, zum Beispiel E-Mail-Programme und Browser. Falls sie fehlen, kann man Thunderbird für E-Mails installieren oder Mozilla Firefox für Surfen im Internet. Auch diese Software ist kostenfrei im Internet erhältlich. Zu Beginn habe ich einmal Videokonferenzen erwähnt und für die braucht man natürlich eine Webcam, damit man BigBlueButton, Jitsi, Zoom oder ähnliches verwenden kann. Gute Webcams haben leider oft einen stolzen Preis und günstige Webcams sind entweder schlecht oder übersteigen vielleicht das Budget. Jedoch gibt es da für Nutzer von Android-Handys auch eine kostenlose Alternative. Man kann das Handy wie eine Webcam einsetzen, indem man die App DroidCam installiert und den Anweisungen folgt. So kann man die App starten, sich mit dem PC verbinden und dann die Videokonferenz beginnen. Ein ausführliches Video dazu verlinke ich euch oben. Der in diesem Video gezeigte PC ist tatsächlich für 20 Euro zusammengestellt worden. Der Rechner hat so viel gekostet. Den Monitor, die Tastatur und die Maus habe ich kostenlos zusammengesucht. Lediglich Zeit und Geduld hat es gebraucht. Auch für das Betriebssystem und die Software zum Arbeiten und Lernen habe ich nichts bezahlen müssen. Nur die Aufrüstung mit einer SSD und mehr RAM hat mich bei diesem PC nochmal 20 Euro gekostet. Man kann auf diese Zusatzaufgaben verzichten, aber damit wird so ein alter Rechner deutlich schneller und macht mehr Freude im Alltag. Was denkst du über diesen Homeoffice-PC? War das Video hilfreich, um sich selbst einen solchen PC zusammenzustellen? Schreib doch einen Kommentar dazu und lass gerne auch ein Like und ein Abo da. Danke fürs Reinschauen, ciao und bis zum nächsten Mal.